Dominik Bartsch ist einer derjenigen, die sich um die Flüchtlinge weltweit kümmern. Er ist nämlich Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars des UNHCR in Deutschland. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Also dieser Flüchtlingspakt nach dem Migrationspakt letzte Woche, jetzt dieser Flüchtlingspakt, was bringt der wirklich? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass dieser Flüchtlingspakt eine Entlastung der wenigen Länder bringt, die bis dato eine Großzahl der Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat. Hier geht es auch um eine Teilung der Verantwortung und um einen Lastenausgleich, um sicherzustellen, dass diese großen Aufnahmeländer auch weiterhin unterstützt werden. Ja, zum Beispiel auch Deutschland, das heißt Entlastung für uns. Was hieße das konkret? Also ich glaube, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ein Land, das die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft braucht, um Flüchtlinge weiter zu versorgen. Es geht hier eher darum, dass auch anerkannt wird, dass andere Staaten, die sich bis dato weder finanziell noch als Aufnahmeländer engagiert haben, dass die über diesen Pakt ermuntert werden, auch sich zu beteiligen. Und Sie glauben, dass Sie das tun? Das ist doch eine freiwillige Angelegenheit. Es gibt keine Verpflichtung. Das ist richtig, es ist völlig freiwillig. Deswegen ist es ja so wichtig, dass in diesem Flüchtlingspakt eine Übereinkunft geschlossen wurde, die ganz klar darstellt, das ist ein globales Anliegen und das ist auch eine globale Verantwortung, der wir uns gemeinsam anschließen wollen. Das heißt, auch Deutschland sollte dann noch mehr reinstecken in diesen Topf, wenn wir schon nicht noch quasi unterstützt werden von außen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass mehr reingesteckt wird, sondern es geht auch darum, dass alle Instrumente, die die Staatengemeinschaft zur Verfügung hat, effektiver einsetzt. Oftmals werden die großen Flüchtlingssituationen mit humanitärer Hilfe ausgestattet. Es geht aber in Ländern wie Uganda zum Beispiel, das auch 1 Million Südsudanesen aufgenommen hat. Es geht auch darum, nachhaltig die Gesellschaft in Uganda zu unterstützen, die Gemeinden, die ihr Land zur Verfügung gestellt haben, um sicherzustellen, dass die Präsenz so vieler Flüchtlinge das Land nicht nachhaltig ins Hintertreffen bringt. Das heißt, es geht auch um eine Abstimmung, wie bekommen wir das am besten hin. Also eine Art Entwicklungshilfe, um das zu unterstützen, was diese Länder leisten für die Flüchtlinge weltweit, richtig? Um das ganze Instrumentarium anzubringen und wirklich nachhaltig diese Länder zu unterstützen und dadurch sicherzustellen, dass die Flüchtlinge auch Perspektiven bekommen, dass sie wissen, dass sie in diesen Aufnahmeländern langfristig unterstützt werden, dass sie Zugang haben zum Bildungssystem, dass sie Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Das sind alles ganz wichtige Punkte. Ja, das kann jeder unterschreiben. Zugang zu Bildung für die Zukunft und auch Gesundheit, ein quasi Grundrecht des Menschen. Aber das andere Grundrecht des Menschen ist Essen und Versorgung im täglichen Betrieb. Und wenn wir die Berichte der vergangenen Tage nur uns anschauen, die uns aus allen möglichen Ländern mit großen Flüchtlingslagern erreichen, dann sehen wir, da fehlt es schon am Essen und dass die Gelder, die von der UNO bereitgestellt werden können, gar nicht ausreichen und die Rationen gekürzt werden. Gibt es da auch eine Lösung? Das ist völlig richtig. Das beobachten wir mit großer Sorge, dass auch gerade in Situationen, die nicht mehr in den Abendnachrichten erscheinen, dass oftmals dann auch der Geldfluss wieder runtergeht. Mit großer Sorge sehen wir, dass in vielen großen Flüchtlingslager wieder die Nahrungsmittelrationen gekürzt werden. Das müssen wir unbedingt angehen. Und wie gesagt, wir hoffen auch, dass über den Flüchtlingspakt, dass wir hier auf die internationale Solidarität hoffen können. Sie haben jetzt so oft hoffen gesagt, ein bisschen zu oft. Es ist kein völkerrechtlicher Vertrag, das wurde auch schon klar dargestellt, sondern es ist eine Übereinkunft, die darauf beruht, dass sie eine Handlungsprämisse darstellt für Regierungen. Das heißt, dass andere Staaten das auch anmahnen können. Da ist natürlich jetzt kein Rechtstatbestand, den man einfordern kann. Aber ich glaube, es ist ein starkes Instrumentarium, das uns hier voranbringt. Zumindest ist es mal wieder auch im Bewusstsein, vielleicht auch von manchen Regierungschefs. Ich schaue da natürlich ganz bewusst auch mal in die USA, schaue natürlich auch auf unseren europäischen Nachbarn Ungarn, dass die sich nun wieder abseits stellen. Ist das ein Problem? Das ist insoweit kein Problem, als beide Länder bei dem Flüchtlingspakt, bei der Ausarbeitung aktiv beteiligt waren. Und im Fall der USA haben wir auch eine ganz klare Erklärung, die besagt, dass die USA sich weiter engagieren werden, sowohl finanziell als Geber, aber auch in der internationalen Zusammenarbeit. Von daher ist das sehr bedauerlich, tut aber der
Wirksamkeit des Flüchtlingspaktes keinen Abbruch. Und hat das auch bei der Entstehung keinen Abbruch getan, also auch nicht Negativauswirkungen auf manche Zugeständnisse vielleicht von anderen Staaten, dass beispielsweise ein großer Player wie die USA sagen, das machen wir anders? Also ganz sicher in einer Abstimmung zwischen 193 Mitgliedstaaten, da ist ein ständiges Geben und Nehmen, um sicherzustellen, dass alle Interessen mit einfließen. Wie gesagt, es ist bedauerlich, dass die USA letztendlich diesen Flüchtlingspakt nicht voll mittragen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es ein sehr starker Rahmen ist, der dann auch tatsächlich zur Handlungsprämisse wird. Wenn wir jetzt auf die Flüchtenden weltweit schauen, die in den eigenen Ländern noch geblieben sind, die aber auch rausgekommen sind und in auch teilweise die reichen westlichen Länder gekommen sind, egal wie, was ist aus Ihrer Sicht das dringendste Problem, was direkt angegangen werden müsste? Viele dieser Flüchtlinge, die in westlichen Ländern Schutz gefunden haben, fallen unter unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen, haben deswegen unterschiedlich Zugang zu den Möglichkeiten, die Sprache zu erlernen, haben nicht immer sofort Zugang zum Arbeitsmarkt. Ich glaube, hier gibt es noch Handlungsbedarf, um das weiter voranzubringen und um auch Standards herzustellen, die dann wirklich für alle gelten. Sagt Dominik Bartsch, der Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars des UNHCR in Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch nach Berlin. Ich danke Ihnen.